Und da sind wir wieder. Ich hoffe, die Cassandra fühlt sich wieder lebendiger. Mit der letzten Folge haben wir rumgeschissen, ne? Mit den zwei Typen da vorne. Aber ey, jetzt haben wir wieder die Chance, ne? Ja, das ist wieder, das gefällt mir wieder, ne? Dass wir den anholen könnten, vielleicht, eventuell. Patz, patz, patz. So. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Hey Icarus, kannst du vielleicht. Ne? Kann er nicht, okay. Gehen wir mal nach oben. So. Was macht denn der für komischen Kampfsport? So. Kommt der nicht mehr über die Tür raus, oder wie? So. Schätzchen. Quatsch, 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 geht aus mir. Ah, jetzt. Ein bisschen Schmerzen zufügen. So, und tschüss. Gar nicht. Cassandra, was machst du bitte? Oh Gott. Den können wir eigentlich vernichten, ne? Der ist uninteressant für uns. Was ist denn da? Kommt davon, wenn man Feuer spielt, ne? Hilfe! 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 Was? Das ist aufhören! Ja, komm her! Oh, das war knapp. Bleib mal auf Abstand, Kollege. Müssen wir nach oben, glaube ich, ne? Am besten. So, der Kollege ist da. Ach, da am Strand. Aber solange der unterwegs ist, ne? Machen wir unsere Blinderparty. Ne? Ganz einfach. So. Mit denen. Okay. So. Ich. Bei der Macht von Kahn aus dem Chris Kahn. So. Eine Truhe haben wir noch. Suchen. Anzünden. Ein Schatz haben wir noch. Ein Schätzele. So. Aha, ihr bessere Ausrüstung im Inventar. Okay. So. Haus des Anführers haben wir abgeschlossen, jetzt so. So. Niederschlag. Batz. Anheuer. Du bist stark. Gut. Pack deine Sachen und triff mich auf meinem Schiff. So. Eine Sommel ist vorgestellt, ne? Okay. Was gehen wir als nächstes an? Familienwerte. Schauen wir mal, ne, was das ist. So. Das ist da drüben gleich. Achso, wir wollten ja allerdings schauen. Inventare.
das Schwert. Das ist nicht mehr so sexy, ne? So, mal da eine Steintafeln. Bam, 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 bam. So, dann kann man weghauen. Weg da. Da haben wir noch nichts. Okay, Schiffchen. Können wir da was upgraden? No. Aber wir haben jetzt einen neuen. Das müssen wir uns noch halt genau anschauen. Entschuldigung. Ja. Haben wir markiert. So, gut. Dann machen wir das schnell. So. Die Familienwerte. So. Batz. Servus. Belästigen dich diese Leute? Belästigen? Wir sind seine Eltern! Ich sagte doch, Martha, es ist zu eurem Schutz. Zum Schutz vor was, bitteschön? Er war vor kurzem in Delphi und sprach mit dem Orakel. Seitdem ist er nicht mehr bei Sinnen. Sie hat mir etwas prophezeit. Meine Sinne waren nie klarer. Sie sagte, ich würde meinen Eltern unaussprechliche Dinge antun. Dass Mutters Blut vergossen wird und Vater vor lauter Schmerz die Götter anschreit. Orakel und Prophezeiungen richten viel Schaden an. Hör lieber auf dein Bauchgefühl. Was soll das jetzt? Ich höre auf meinen Bauch. Und er sagt mir, dass meine Eltern leiden werden, wenn du mir nicht hilfst. Also gut. Rette meine Eltern vor meinem krankhaften Jähzorn. Aber du trägst keinen Jähzorn in dir. Schweig, Pater. Ich rede gerade mit der Söldnerin. Mein Schwert und mein Schild. Geschenke von Martha und Pater. Wir müssen sie ihnen zurückgeben, damit sie sich gegen mein ungezügeltes Temperament verteidigen können. Alles klar, Supideo. Ich hole dir diese Waffen. Für einen Preis. Natürlich. Meine Eltern werden dich für deine Mühen bezahlen. Ja, genau. Was? Was? Suche nach Costa, dem Dorfschmied. Ich habe ihm vor kurzem das Schwert zum Schärfen gegeben. Und der Schild? Das wird etwas schwieriger. Ich erkläre es dir, wenn du vom Schmied zurückkommst. Na dann. Es ist zu eurem Schutz. Du bist nur abergläubisch. So, haben wir Questi, ne? So, wo ist denn der jetzt? Da. Zack. Du darfst mich nicht befreien. Nur so kann ich meine Eltern vor meinem Jähzorn schützen. Bitte, Söldnerin, geh zum Schmied. Und ja. So, ein Gauner. Jo, Schmied. Lebendige Aphrodite, mein Name ist Costa, zu deinen Diensten. Cassandra. Was du auch willst, sag es und es gehört dir. Ich könnte Metall für dich biegen oder deine Muskeln ölen oder auch dein Speer reparieren. Ich suche nach einem Schwert. Es gehört Supideo. Ah, Supideo, ein netter Junge. Nur ein bisschen dürr, wenn du mich fragst. Er kriegt einfach nicht genug zu essen. Ja, nun, er braucht sein Schwert zurück. Und ich würde es dir gerne geben, also das Schwert. Aber ich kann nicht einfach Schwerter an fremde Schönheiten rausgeben, das verstehst du doch sicher. Nee, mir sind mehr Frauen, ne? Passiert. Gib mir das Schwert. Oder du wirst diesen Tag niemals vergessen. Oh, kein Grund, aus der Haut zu fahren. Ich sag dir was,
Ich treffe heute Abend jemand ganz Besonderes und würde gerne einen guten Eindruck hinterlassen. Aber es gibt ein Problem. Mein Speer ist auch kaputt. Wie schade. Aber es gibt spezielle Blumen im Wald hinter der Xerxes-Festung. Aphrodite selbst hat sie gepflanzt. Sie helfen dem Mann bei... Du weißt schon, was ich meine. Na gut. Ich hole die Blumen und du gibst mir den Speer. Das Schwert, meine ich. Geh bloß nicht weg. Tja. Jetzt müssen wir so eine Viagra runter. Ne? So ist das. Aber... Bring mir Aphrodites Blumen und ich gebe dir, was du willst. Mit diesen leeren Versprechungen. Ne. Was ist da? Na so, ein Zufall, dass wir das entdeckt haben jetzt, ne? Da ist reichlich Action noch, in dem Gebiet. Aha. Da haben wir wieder was zum Aufmischen. Ach du Scheiße. Na. Wir werden die schon finden, ne, Cassandra? Baut's uns nichts an. Xerxes Militärfestung. Da können wir mal ein paar Blümchen pflücken, ne? Da schaut. So. Und ich habe keine Pfeile. Sollte das reagieren. Sie sind jetzt kaputt. Ich höre schon wieder einen Bären irgendwo. Oh je. Ja. Hoppala. Schön in den Popo rein. Batz, batz. So. Jetzt ist Ruhe im Karton, ne? So. Ein Blümchen haben wir schon mal. Mit zwei, ich weiß gar nicht, ne? Was sagst du? Mikro sagt nein. Wo ist denn das andere Blümchen? Oh Mann, das wird man auch aufmischen, naja. Wer ist denn da? Das sollte reichen, um das Feuer des Schmieds zu schüren. Ist er mitgenommen?
Ja, irgendwie. Will ich schon aufmischen? Ich kann mal aufmischen. Komm. Cassandra, let's go. Ein Kultistenhinweis ist in der Nähe. Okay. Naja, das ist machbar, ne? Cash in the dash. Alles meins. Ave Maria, Sakultist. Ah, da unten. Wenn wir uns dafür entscheiden, wem unsere Treue gilt, müssen wir auch an das Ende denken. Mhm. So, das ist erledigt. Los. No. Komm hier dran da, ne? Cassandra. Ah, jetzt. So. Hoppala. Aha, da oben ist einer. Rausfinden, was das ist. Dann komm mal ran da. Jetzt ist es eh weg. Oh! Was? Na, geh runter. Cassandra, geh runter. Geh runter, bitte. Bitte. So. Und halt dir nicht überall fest, bitte. So. Okay. Einer weniger. Zwei weniger. So. Dann gehen wir wieder rauf. So, das brennt schön und Cassandra brennt auch schön. Asche zu Asche, Auftrag erfüllt. Okay. Was ist denn das? Okay, das ist ein Höhleneingang. Aufpassen. Ding, 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 ding. Schönes Ding, Cassandra, schönes Ding. So. Cash, cash, cash. So. Mhm.
So, komm mit mal. So, das muss reichen. Bis Gott. Hm? Da ist ja keiner. Na, komm mit, Kollege. Hoppala. Und jetzt wirst du sterben. Das, was mich gekocht, wird gemacht. Überleg jemand. So. Zwei Magazine habe ich noch. Schönes Ding. So. Kommt doch mit, Jungs. Immer das Aufräumen, ne? Das ist immer so anstrengend. Ruck. Den müssen wir noch mitnehmen. So. Da. Auch erledigt. Bleiben nur 5000 Leute, ne? Besonderes. Auch nichts Besonderes. Nee. Nee. Ich würde sagen, dann machen wir die da zwei da drüben. So. Was wollen der andere jetzt hin? Hä? Ist der verschwunden? Also da drüben ist er. Okay. Schnell. Attentaten. So. Schön. Mit durchsuchen. So, zack. So, was machen wir jetzt? Die Seite ist ruhig. Okay. Ein bisschen meditieren, glaube ich, am besten. Ja. Hoppala, Cassandra, Cassandra, Cassandra. Geht das schnell meditieren? Danke. Und es wäre Nacht. Ein Schatz haben wir geplündert erst. Und du sagst, gibt's das? Aber rück. Ist ja nichts Gescheites, oder? Kling, kling, kling. Ja, ein bisschen Geld. So. Katsching, katsching. So, jetzt müssen wir aufpassen mal. Warte mal. Okay, da oben. Sehr gut.
Okay. Was? Ich sehe nach, was das war. Was? Du da! So. Hat sein Kollegen da? Ja, klar. Ja. Dem liegen hier. So. Stehlen. Geburtsprobleme, was? Okay. Sind diese alle wach? Wollten ja schlafen gehen eigentlich. Da waren wir schon. Da noch nicht. Viel zum Gluten, Gluten. Uiuiui. Katsching, katsching. Da. Alles meins. Zack. Und wir mischen weiter auf. Leuchtfeuer manipulieren. Ist auch wichtig, ne? Okay. Durchsuchen. Das passt mir sehr gut. Aua! Na komm, mach den gar nicht. Noch unterwegs. Hey, komm da runter. Ich gebe dir einen schmerzlosen Tod. Ach du Scheiße. Hat der mal schon richtig eingeschenkt, ne, den Typen? Bleiben wir zusammen und suchen. Ja, Herr. Was siehst du? Hier ist nichts. An die Arbeit! Mach den Schein! Verstanden! Du Vollidiot, Alter! Was ist alles zunichte mein Plan, Alter? Schwede! Dein Leben ist verwirrt! Dich werde ich dir holen! Ja. Ich werde dich finden! Da bist du ja! Komm zurück und kämpfe! So, wir müssen uns den anderen Kollegen da verknüpfen. Darf nicht entkommen. Los! So. Ja. Verdammt. Was macht der für Sachen? Du Trottel!
Du Arschgeburt, was ist mit dir? Scheiße, ey. Da springt der Volljot richtig runter, ne? Da. Ah. Ja, komm her da. Zack, Alter. Scheiße, Alter. Bringt er einfach den Tod. Ich meine, was ist mit ihm? Na, ja, jetzt können wir aufmischen, jetzt ist er wurscht, ne? So. Was? Los, Cassandra, bitte! Schon ärgern über die Cassandra, ne? Na toll, jetzt sind die wach. Na komm mal raus da, ja. Komm mal raus. Ärgerlich. So. Du kommst mal mit. Das Gebüsch. Wo auch. So, jetzt haben wir nicht mehr viel, ne? Was ist das laut, das Getrampel? So. Wen haben wir denn noch? So viel sind gar nicht mehr, ne? Da müssen wir was Dings holen, ne? Ah. Ein Befehlshaber. Killt. Er nimmt die Leiter. Ja. Ah, oh, ist der weit weg. Was macht er da draußen? Gewitter. Friss das. Aua. Zap, zap, zap. Okay. Was haben wir? Geht's weg da?
geht's denn da rein da? Da ist nur mal einer oder zwei. So. Ich liebe es. Ganz gewittert. Wieder. So. Haben wir jetzt jemanden vergessen noch, oder? Haben wir es jetzt? Normalerweise dürften wir jetzt alle haben, ne? So. Die Fackel im Sturm spielen. Sehr gut, sehr gut. Mhm. Da drüben ist der Schatz. Das war sein letztes Wort. Und trugen ihn die England fort. So. Mal nach oben. Hallo? Ich möchte gerne nach oben. Anscheinend nicht, nein. Ach, Cassandra. Sind ins Fenster rein da, oder? Ach, geht doch. Wir haben es vergessen, die Düne einbauen, oder was? Ein Gebäude. Ja. Na hopp. Na hopp. Haben wir keinen Hopp. Ja. Okay, ich brenne auch vor Leidenschaft. Ei, ei. Jetzt muss einen Schatz holen. Einen kleinen Schatz. Icarus. Na, ja, die Karte. Schatz. Na, wo ist der Schatz? Nichts verstehen. Schatz. Was ist das? Ah, das Leuchtfeuer. Ah, wo ist der blöde Schatz hin? Icarus. Da ist auch kein Schatz, ne? Da ist irgendwas. Hä? Wieder ein Bug oder so? Okay.
Ahnung, was das ist. Das ist ein Typ, okay. Ganz toll. Ling. So, Dingeling. Wo ist die Kiste, verdammt nochmal? Warum zeigt mir Icarus das nicht an? Wäre viel einfacher. Da ist nur das Leuchtfeuer markiert. Naja, egal. Gehen einfach weiter und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.